Hier sind wir unterwegs in Wildhaus, Gamblöd Parkplatz, kostet 5 Franken und jetzt wollen wir hoch auf den Altmann. Heute ist ein bisschen bewölkt, aber Regen ist nicht angesagt, also wird es wohl passen. Also eine wirklich komische Konstruktion, 2 Gondeln hintereinander mit zwischendrin noch was. So, hier fängt der schöne Teil an, blau-weiß markierter Weg und auch schöne Felswände zu sehen. Schildstand Richtung Schafberg, da gehen wir nicht hin. Weg hier über Schneefeld, dann da vorne links hoch. Hier esse ich gerade Schnittlauch. Und super lecker, richtig lecker. Wir kommen jetzt ins Gelände mit ein bisschen, vielleicht, Händeeinsatz. Vielleicht brauchen wir es auch noch nicht. Aber ganz schön, auf jeden Fall. Macht Spaß. Jetzt geht es im Schutt hoch. Bis dort zum Altmannsattel. Schöne Aussicht hier auf den Altmannsattel. Dort ist der Altmann, da wollen wir noch hin. Hier lang, das ist der Sentis. Nicht schön. Und das ist der Schafberg. Auch schön. Auf jeden Fall ganz schön hier. Also hier sind wir auf dem Nädeliger. Kleiner Vorgipfel vom Altmann. Okay, ja. Und da ist der Sentis. Und da geht es sehr schön lang und der Altmann sieht echt toll aus, muss ich sagen. Schön. Es macht echt Spaß, die letzten Meter auf den Altmann. Schönes Klettergelände hier. Also wirklich schön. So, Altmann erreicht. Das ist das Gipfelkreuz. Ja. Mit vielleicht auch Gipfelbuch. Mal reingucken. Und ja, schöne Aussicht. Auf jeden Fall war es nett. Nette Tour. Ja, Abstieg ging auch gut, also wirklich kein Problem hier abzuklettern, muss man noch ein bisschen langsam machen. Hintereinander. Schön, jede Menge, angeblich 17 Steine. Dort ist das Matterhorn des Alpsteins, diese Spitze. Gierenspitze. Gierenspitze heißt es. Und die Route haben wir schon mal gemacht, vor 2 Jahren. Toblerone heißt es.